Hallo und herzlich willkommen zurück bei GTA 5, Leute. Da sind wir wieder zurück. Und ja, wir müssen jetzt mit Franklin einen Job für Lester machen. Deswegen wechseln wir jetzt hier mal kurz rüber. Und ja, erledigen mal mit Franklin diesen Job. Franklin ist bis jetzt eigentlich der Charakter, den ich am wenigsten gespielt habe. Jetzt werde ich ihn nochmal einkleiden gehen, weil jetzt hat er ja ein bisschen Kohle. Ihr wisst schon, jetzt hat er ein bisschen Geld, jetzt hat er ein bisschen Schotter. Wir werden ihn jetzt aus einem Gangster, werden wir jetzt einen Gentleman aus ihm machen. Mal schauen, ob wir das schaffen. That ain't fair. But T, baby, I'm just trying to tell you I care about you. You care about yourself. I need someone real in my life. We wasted years on this bullshit and you still the same. I want a family. I need some security in my life. Goodbye, Franklin. Shit. Tja, da hat dich wohl deine Schlampe verlassen. Hast du gut gemacht. So. Nimmst du halt eine neue Frau. Scheiß doch der Hund drauf. Gibt eh genug. So, wir fetzen mal mit dem Bike. Ist ja jetzt irgendwie sein Bike. Ja, sie ist mit dem Pferd irgendwie die ganze Zeit. So, wir fahren jetzt mal zum nächsten. Ja, wir fahren jetzt mal zu einem Nobelschuppen. Wir fahren jetzt zu einem Nobelschuppen, Alter. So. Und zwar. Wo ist denn das nächste? Hier ist der nächste. So, da fahren wir jetzt hin. So, dann kriegst du mal einen geilen Anzug, Mann. Ja, damit mal ein richtiger Mann bist und nicht so ein Gangsterschisser. Ja? Nicht so ein 12-jähriger Gangster möchte gern Hip-Hop-Track-Idiot. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, das ist doch gar kein Style, wie sich die ganzen Hip-Hopper heutzutage kleiden. Ich meine, was soll der Scheiß? Hose, gibt's sogar teilweise irgendwelche Idioten, die Hose irgendwie komplett weit unten haben, bis zu die Knie sogar. Oder halt unterm Arsch oder so. Ich meine, was soll denn der Scheiß? Das ist doch lächerlich. Das ist kindisch und lächerlich. Das ist dumm. Falls ihr so eine seid, ja, dann fühlt euch angesprochen. Das ist einfach lächerlich und dumm. Ist einfach so. So. Ja. Ich glaube, ich werde das hier nicht lange überleben. Ne, doch. So schlecht fahre ich hier gar nicht. Wie spät haben wir jetzt nicht, dass das Scheißgeschäft vielleicht schon zu hat? 19:05 Uhr, komm, hab noch offen, okay? Hab noch offen. Ja, ja. Ja, ihr habt noch offen. Mhm. So, Alter, jetzt kommst du in den fetten Anzug. You won't find those anywhere else. Ah, für jeden sieht es halt ein bisschen anders aus. Jeder hat seinen eigenen Style. Okay, ich habe hier schon was gesehen. Das hier passt ihm. Oder schwarz? Nee, das hier ist schön. Das hier sieht am besten aus. So. Dann noch passende Schuhe dazu. Wieso sind die so teuer? Nein, die gefallen mir nicht. So. Schlangenhautslipper. Die sind gut. Ja, ja, gerne. So, jetzt sieht der auch mal nach was aus. Jetzt sieht der auch mal nach was aus. Ja? Und den... Den einen Typen, da werde ich dann auch noch... Aus dem Trevor werde ich dann auch noch schön einkleiden. Na gut, mit dem können wir jetzt auch nicht fahren. Das sieht ein bisschen scheiße aus. Da brauche ich schon eine coole Karre. So, diese Karre schnappe ich mir. Ist die Karre hinter mir? Was ist das für eine? Oh, die ist noch cooler. Ist eh rot. So. Gib mir mal... Ey, Alter! Ah, oh, scheiße. Oh, nee, das nehmen wir. Das nehmen wir. Das ist doch noch am Geisten hier. So, Schlampe, steig aus. Mein Auto. Mach keinen Mucks, sonst überfahre ich dich noch. So, dann fahren wir mal da zu L, zu Lester, weil der will ja noch irgendwas, bevor der eine Job da losgehen kann, müssen wir noch irgendwas für ihn erledigen. Dann schauen wir mal, was das ist, was wir hier erledigen müssen für ihn. Alter, geh mir doch nicht in den Weg, Mann. So. Jetzt sieht mal endlich dieser möchtigen Gangster nachher was aus hier. Jetzt ist ein richtiger Gangster mit Anzug. So. Oh, diese Karte fährt sich einfach sogar... Uah. Okay, schön auf die Autobahn.
muss mich hier ein bisschen zusammenreißen, dass ich nicht so schnell fahre, dass ich keinen Unfall baue. Aber das ist so geil zum Fahren. Wow, ich muss da rechts. Nein. Ah. Gut, ich habe mir so viel Schaden gemacht. Ja, ja, was labern die hier alle hier? Wow! Fuck! Bin aber echt gespannt, was wir denn hier noch für Lästern noch machen müssen. Ja, schauen wir uns das mal an hier. Danke, Mann. Gibt ja auch nette Menschen. So, dann schauen wir uns mal an, was hier los ist. So, what's up, man? Sit down and face forward. Now, I don't have a lot of time. I know you need money. Did Michael tell you about Life Invader? Oh shit, y'all two did that? Look forward. We're two strangers having a friendly chat. And don't pretend that you liked Jane Norris. Oh man, I don't know, homie. I mean, yeah, the dude outsourced work to child slaves. Then stole and sold everybody's private information. And even ripped his own friend's ideas off and walked around like the Messiah while doing it. But, man, I don't think the nigga deserved to have his fucking head blowed off on TV. Oh, well, aren't you just a moral majority? You know, that's why the world is the way it is today, when a paid thug gets all namby-pamby when someone asks him to act like a paid thug, and for a good cause. Man, check this out, homie. I like blowing motherfucking fools' heads off just as much as the next psychotic asshole. But I just don't look at the shit as doing a good deed. Well, now you can, because it's not fools' heads, it's assholes' heads. And not just heads, you know, trashing cars or planting lies, forging evidence, anything we can do to take the battle back to these turds. You know, we'll fix the market in our favor and we'll right a few wrongs while we're at it. Shit, okay, cool. Right, so, you heard of Mollus? Hell yeah. Okay, so there's a new mollus, sort of a super mollus, and it's called Priapulse. It's giving the living rigor mortis. Only Brett Lowry, CEO of Bilkington Research, paid off the FDA, and he doesn't care that his hardness pills are giving desperate middle-aged men the world over heart attacks. Damn, man, that sucks. Yeah, it does. Now, Mr. Greedy Lowry is staying at the Von Krastenberg Hotel in Richmond. Of course, he'll be well protected, but if he goes away, then America goes back to using mollus, and Beta Pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock. Damn, man. All right. Fuck it. I got you. I thought that you would. Now, consider using a sniper rifle or sticky bombs. You know, whatever. Do it your way, however you want. I'm gonna make the investment. We don't speak about this or anything. Now walk away, and I'll stay here till you're gone. Okay, der Typ ist schon ganz schön ein bisschen paranoid, muss man sagen. Gut, dann gehen wir mal zum Hotel. Ist mein Porsche noch da? Ja, mein Porsche ist noch da. Gut, dann fahren wir mal zum Hotel rüber. So. Boah, aber das hinten ist auch cool beleuchtet, die Achterbahn. Schaut mal. Wäre halt cooler, wenn es mal so eine richtige fette Achterbahn geben würde und nicht so einen kleinen Scheiß hier. Ist ja für Kinder. Ich will eine richtige Achterbahn und nicht so ein Kinderscheiß. Okay, dann fahren wir mal zu diesem Hotel und müssen jetzt, ja, Haftbomben oder Sniperwaffe. Ich würde am liebsten im Nahkampf rein, so mit Schalldämpfer und so, wisst ihr schon. Warte mal, habe ich das überhaupt? Habe ich überhaupt Schalldämpfer in meiner Pistole? Nö, habe ich gar nicht. Naja, gut, scheiß drauf. Egal, werden wir für diesen Job, glaube ich, nicht brauchen. Aber sonst habe ich immer lieber einen Sniper drauf. Einen Sniper drauf. Einen Schalldämpfer drauf. Ist auch stylischer. Ja? Hat so Mafia-Style irgendwie. Gefällt mir. So. Da ist also dann das Hotel. Ach, auf dem Behindertenparkplatz.
und wird das Hotel sehr bald verlassen. Plane den Angriff schnell und such dir den Platz mit guter Sicht auf das Hotel. Okay, schalte die Zielperson aus. Na gut, das machen wir jetzt hier einfach ganz schnell. Wo ist denn die Zielperson überhaupt? Ich sehe nichts. Ah, da. Könnte ich vielleicht wissen, wer die Zielperson ist? Naja, ich beobachte das jetzt mal. Ist der jetzt aber nicht mit dem Taxi weggefahren, oder? Nee. Schaut mal, da kommt ein schwarzer Wagen. Let's move it out, people! We need this area cleared! Aha, das muss der dann sein. Oder auch nicht. Dann bist du's. Hä? Du bist es. Shit. Mission fehlgeschlagen. Wieso ist es? Ich weiß, Fracklings Deckung ist aufgeflogen. Okay. Scheiße. Ich glaube, das ist gar kein so guter Ort, wo ich da jetzt war. Wenn ich wüsste, auf wen ich schießen soll, weißt du? Dann wäre das okay. Ich weiß nicht, auf wen ich schießen muss. So, gehen wir mal hier hinauf. Und dann nochmal hinauf. So. Ich weiß nicht, wen ich ausschalten soll. Abrechnen. Ist er das vielleicht? Nee. Let's move it out, people! We need this area cleared! Okay. Ist das der? Ne, das ist so ein Security-Typ. Das ist auch ein Security-Typ. Du bist kein Security-Typ. Oder bist du einer? Ne, der steigt dann auch hier ein. Ne, der steigt hinten ein. Alter, was ist denn los mit dieser fucking Mission? Franklins Deckung ist aufgeflogen. Was soll ich machen hier? Wie soll ich ihn töten? Hey, diese Mission ist scheiße. Jetzt wirklich, Leute. Diese Mission ist kacke. Schalte die Zielperson aus. Ja, dann zeig mir doch, welche Zielperson. Jetzt gehe ich da einfach hin, ist mir doch egal. Jetzt gehe ich da einfach hin. Ich weiß nicht, welche fucking Person ihr wollt. Ich weiß nicht, wer die Zielperson ist. Dann töte ich einfach alle hier. Na toll. Wisst ihr was, das verlassen wir jetzt. Wir machen diese Mission dann neu. Ich werde mir jetzt Schalldämpfer holen, Leute. Aber wie ihr seht, da steht, der Kong ist aufgeflogen. Also brauche ich vielleicht einen fucking Schalldämpfer. Ist mein Porsche da? Nee, hab dafür eine andere Karte. Dann hole ich mir jetzt einfach für alle Waffen den fucking Porsche. Den fucking Porsche. Den fucking Schalldämpfer. Na, wo ist hier das nächste Ammunition hier? So, da ist Ammunition.
weiß ich nicht mal, wen ich erschießen hätte sollen. Ich hoffe, dass das was bringt mit dem Schalldämpfer. Wenn das nichts bringt, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann habe ich keine Ahnung bei dieser Mission, was ich da machen muss. Das ist echt eine Scheißmission, muss ich schon sagen. Wenn mir die Zielperson markiert wird, dann sage ich ja nichts. Dann ist es okay. Dann weiß ich ja, auf wen ich schießen muss. Aber da wird es nicht markiert. Vielleicht war es auch nur ein Bug. Wenn wir gleich sehen, wir müssen noch einmal neu probieren. So. Waffen bitte. Jawohl. So, wir nehmen mal hier die nächste. So, ein bisschen Munition, danke. Ein Schalli drauf. Taktisches Licht brauche ich nicht. Eine andere Farbton brauche ich auch nicht. Das Scharfschützengewehr habe ich. Ah, da kann man keinen Sniper drauf tun. Na gut, dann hole ich mir dieses Scharfschützengewehr, weil da kann man den Schalldämpfer drauf tun. So. Ein verbessertes Zielfernrohr. Passt gut. Alles klar. So. Dann hole ich mir noch hier eine Schutzweste. Eine Schussweste. Ja, so. Kugelsichere Weste. Gibt es hier noch Brillen? Nö, hier gibt es sicher keine Brillen. Okay, Leute, dann machen wir diese Mission jetzt einfach neu. Wenn sie jetzt auch nicht geht, dann weiß ich auch nicht. So. Dann fahren wir nochmal zum L. Rüber da. So. Und starten diese fucking Mission neu. Wehe, die geht jetzt auch nicht, weil ich glaube schon, dass ich den richtigen Typen erschossen habe. Es muss der richtige Typ sein. Das ist ein Arschlochfahrer. Auch nett. Del Piero Pier. Zum zweiten Mal. So. Gleich bereit hier zum Wegfahren wieder. Excuse me. Halt die Fresse! Wildlord, coming through. So, überspringen wir das. Können wir das überspringen? Können wir das nicht überspringen? Überspringen! Ja, kann man. Gut. So. Weil das kennen wir schon. Komm, ah, du Lusche! Hupf doch drüber. Muss doch im Anlauf auch gehen, mit Anlauf, oder? Mit Anlauf könnte man normalerweise schön drüber jumpen, aber nee, du fliegst hin. Du bist ein Supergangster. So. Und wieder zum Hotel und wehe, das haut jetzt nicht hin, Leute. Wenn das jetzt wieder nicht hinhaut, dann weiß ich auch nicht, was ich tun soll. Dann weiß ich auch nicht, was ich tun soll, wirklich. So. Alles klar. Wehe, das haut jetzt nicht hin. Ja, ja. Okay, die gehen jetzt da hinein. Die holen ihn gleich. Ja, ohne Sniper geht das einfach nicht, weil wenn ich einen Sniper habe, dann wissen die nicht, woher ich schieße und wo ich bin. Ja, dann kann ich gleich in Deckung gehen und die wissen nicht... Die wissen dann nicht, was los ist. So. Sniper raus. Nee, jetzt habe ich den falschen Sniper. Ah. Oder warte mal. Nee, doch nicht. So. Man kann ja zwei Sniper dabei haben.
Okay, nicht in Deckung gehen, sondern von hier oben normal ballern. So, der Typ wird jetzt also bald rauskommen. Das ist auf alle Fälle mal nicht. Diese zwei sind es nicht. Ich glaube, ich habe davor den richtigen erschossen. Das ist der, was dann da drüben in dieses Auto eingestiegen ist. Das war schon richtig. Ich hab nur einen Fehler gehabt, dass ich keinen Schalldämpfer dabei hatte. Ja, das ist alles, Leute. Denke ich mal. Ich kann auch nicht so schnell abrechnen, weil er noch gar nicht da ist. So, da kommt es, da steigt er dann ein. We need this area cleared. Ja, ja, da steigt er jetzt ein. Die gehen jetzt nämlich weg. Der kommt jetzt von da raus. Ja, da. Das ist er. Das ist er. Fuck, vorbei. Seht ihr? Keiner merkt's. Fuck, nochmal vorbei. Jetzt habe ich ihn. So. Warum? Warum? Ich check das nicht. Das ist eine beschissene Mission, Mann. Das Mikro ist ein bisschen low. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Das ist so, was soll der Scheiß? Schalte die Zielperson aus. Ich mach doch nichts Falsches. Muss ich vielleicht die zwei als erstes ausschalten? Wer ist die Zielperson? Schieß ich mal den da ab. Den kann ich gar nicht ab. Ich check diese Mission nicht, Leute. Ich checke diese fucking Drecksmission nicht. Deckung ist aufgeflogen. Habe ich Haftbomben? Habe ich nicht. Meine Fresse. Jetzt gehe ich mal ganz hoch hier. Und der ganz hoch ist auch nicht gut. Probieren wir es mal von da. Ja, hier haben wir eine gute Sicht. Abrechnen. Wie soll ich ihn jetzt schon damit abrechnen, wenn ich gar nicht sehe, wo er ist? Wenn ich nicht mehr weiß, wer er ist. Was ist, wenn ich da auf die Reifen schieße? Ah, jetzt hatte ich das falsche Gewehr. Alter, leck mir meine Eier. Franklins Deckung ist aufgeflogen. Mal wieder. Das ist so ein Scheiß. Wisst ihr was, ich laufe jetzt einfach rein. Komm doch hier raus. Sir, leave the area now. This is for authorized personnel only. Okay. Wenn das so ist. I'm not going to say this again. Leave now. Ja, ich gehe schon. Ich weiß nicht, wo die Zielperson ist. I need backup now. All nearby units report immediately. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich wirklich tatsächlich, Leute, verarschen? Ich sehe keine Zielperson. Wisst ihr was? Jetzt stelle ich mich da oben hin und warte einfach ab, bis die Zeit abläuft. Ich warte jetzt einfach ab, bis die Zeit abläuft. So. Nee, warte mal, von oben sieht man das ein bisschen besser. Ich gehe jetzt da nach oben. Das ist doch nicht normal. Das ist wirklich nicht normal. Was ist hier los?
Das hat gesagt, mit Scharfschützengewehr? Oder soll ich da einfach rein, die umballern? Ja, das versuchen wir als nächstes. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Jetzt beobachten wir mal das Ganze und schauen, was passiert. So. So, da kommt jetzt ein Wagen. Das sind alle Security-Typen. Let's move it out, people! We need this area cleared! Der, was da rausrennt, ist auch ein Security-Typ. Ich schätze mal, in diesen Wagen werden die ihn bringen. Schaut mal, da ist ein Security-Typ. Das ist er, oder? Das ist auch ein Security-Typ. Das sind alle Security-Typen. Kann das vielleicht auch ein Bug sein, Leute? Ich sehe keine Zielperson. Kommt er jetzt? Ah, jetzt. Where is that son of a bitch? Keep your eyes open. I got a visual. Shit. I need backup now. Oh, nearby. Ist die Mission jetzt vorbei? Nee. Doch. Okay, jetzt weiß ich, dass er rauskommt. Ja, die Zielpersonen sind gekommen. Jetzt weiß ich, dass ich warten muss, bis er rauskommt. Ich habe gedacht, das steht aber abrechnen. Habt ihr nicht gesehen? Da unten steht abrechnen. Oder warten steht da nicht. Ja, da steht abrechnen. Ich habe gedacht, ich muss abrechnen in dieser gewissen Zeit. Ich bin so ein Vollpfosten, ey. So, jetzt weiß ich, dass ich warten muss. Und da habe ich noch vorbeigeschossen. Ich bin so ein Lappen. So. Die Mission hier geht unnötig in die Länge. Weil ich Scheiße baue. So, jetzt weiß ich, dass er da rauskommt. So. Dann gibt's gleich einen Headshot und dann hau ich ab. Und diese Karte stelle ich. Diese Karte kann ich gleich kurz schließen hier schnell. Ah, das muss man nicht mal kurz schließen. Doch, kurz schließen wahrscheinlich schon, aber nicht mal einschlagen oder so. Nein, einfach starten. Mann, sehr schön. Und mit der Karte hau ich dann ab. So. Schön hier hinstellen, dass dieser blöde Baum mir nicht in den Weg kommt. Sehr schön. Jetzt nur noch treffen. Let's move it out, people! We need this area cleared! Ja. Schrei nicht rum, du Arschloch. Ich weiß, dass er von da jetzt rauskommt. Na komm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Da kommt er. Da kommt er. Jetzt kommt er von diesmal, von da, oder was? So, hab ihn. Man, you get what you give out, Mr. Lowry. So, und weg. Ich bin nicht da. Und weg. Ja, eigentlich ein voll leichter Job. Der Hotelmod. Eigentlich ein voll leichter Job. Ein sehr leichter Job eigentlich. Aber ich habe so viel Zeit dafür gebraucht. Das ist nicht normal, ey. Das ist echt nicht normal. Okay, Leute, wir machen einen kleinen Cut und sehen uns beim nächsten Mal. Oder nee? Wir müssen noch telefonieren. Wartet. Hey, it's done. I know. Good work. Alright, well shit, let me know about the next thing. Will do, but before that, I've got to tell you something. Our investment portfolio is getting a little, successful, so I figured we needed some tangible assets, property. So we bought a house in the Vinewood Hills. Yeah, sure, man, whatever. You know best about this shit. And we needed someone to live there, for tax purposes, so some guys are moving your stuff in. Oh, shit! Meaning I don't have to live with my crazy-ass aunt no more? Man, I don't know what the fuck to say, dawg. Don't say anything, especially if a man in a suit comes to the door. Ah, I'm joking. That probably isn't gonna happen. It's yours. Enjoy it. 3671 Wispy Mound Drive. Sehr cool. Ich habe eine neue Bude.
Haha, das schauen wir uns aber beim nächsten Mal an. Franklin hat jetzt eine neue Wohnung in Whitewood Hills bei, ja, da kannst du deinen Spielstand speichern und umziehen. Sehr schön. Ja, das machen wir dann. Wir machen jetzt einen kleinen Cut, Leute. Die Mission wäre eigentlich viel schneller vorbei gewesen, aber ich war so im Vollpfosten, da haben nur Scheiße gebaut. Ich habe gedacht, ich muss da irgendwie irgendeinen Scheiß machen. Ja, ihr wisst schon. Ab und zu bin ich ein bisschen verpeilt. Wir sehen uns beim nächsten Mal.